Heinrich, du hast vor dem Rennen gesagt, du hast 15 Jahre darauf gewartet, dass es ein nasses Roubaix gibt. Heute hast du es miterlebt. Wie war's? Ja, geil. Ich meine, wir haben gewonnen. Was richtig geil ist. Aber ja, ich bin so im Arsch. Ich kann mich gar nicht freuen, so richtig für Sonny oder überhaupt, weil ich einfach so im Arsch bin. Ich habe noch nie in meinem Leben so am Limit gewesen. Mir tut einfach alles weh. Ich bin einfach, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Es ist der härteste, was ich je in meinem Leben gemacht habe. Und ich freue mich richtig für Sonny und nachher trinken wir ein Bier und dann geht's richtig ab und dann feiern wir. Aber jetzt gerade im Moment ist, man ist einfach so kaputt, dass man kann gar nicht sich richtig freuen. Meine Augen, ey, ich hab nichts mehr, kann fast gar nichts mehr sehen. Sag uns mal, worauf kam es hier heute an bei den Bedingungen? Kämpfen, kämpfen, kämpfen. Ne? Ich werde mit Sicherheit jeder nach dem Rennen heute Abend wird sagen, ja, ja, ich hatte da Platten, ich bin da gestürzt. Aber ey, also ich habe mich vorher hab ich gedacht, ah ja, geil, Regenmatsch, aber. Also ganz ehrlich, nochmal will ich das nicht machen. Aber ja, wir haben ein starkes Team gehabt. Jonathan und Sibi, sie haben sich voll geopfert, dass wir vorne reinfahren konnten. Klar, ich hatte ein bisschen Pech gehabt, musste den Rad wechseln, in echt ein ungünstiges Moment. Aber dann immer wieder zurückgekämpft und ja, Sonny war vorne und dann konnte ich einfach die letzten 40, 50 Kilometer eigentlich nur hinten drauflegen. Was mir echt entgegenkam. Und Sonny, der ist zum ersten Mal hier. Ne? Der kennt gar nichts hier. Ich habe 14 Jahre nur einen Buckel. Ich weiß jeder Stein hier und der kommt hier hin. Erstes Mal und gewinnt das Ding. Das ist unglaublich. Aber geil. Vielen Dank.